Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Nioh. Heute begrüße ich euch absichtlich aus diesem Menü hier, weil wir werden heute mit den DLCs starten. Und ja, dafür habe ich mir einfach gedacht, mache ich ein bisschen anderes Intro, so einfach ist das. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was hier uns jetzt in den DLCs so erwartet. Das soll ja schwierig sein. Ja, jetzt will ich gerne, ja. Gut, und zwar müssen wir Landkarte gehen. Auf die Landkarte. Und zwar, wir haben jetzt hier drei Regionen. Da es drei DLCs zu dem Spiel gibt, schätze ich mal, jedes ist eine Region. Wir haben die Belagerung von Osaka einmal im Sommer und einmal im Winter und die Region Tohoku. Machen wir erstmal das, würde ich sagen. Oh, und es geht einfach los. Okay. Na gut, es gibt wahrscheinlich eine Zwischensequenz oder so, aber... Date Masamune, der einäugige Drache persönlich, kontrolliert die Burg Aoba, die ihren Namen vom Berg Aoba erhalten hat, auf dem sie sich befindet. Die auf einen Felsvorsprung errichtete Burg, die teilweise sogar über diesen herausragt, strahlt Erhabenheit aus und wird aufgrund ihrer Bauweise oft mit dem Kiyomizu-Tempel im heutigen Kyoto verglichen. Ebenso auffällig an dieser Burg ist, dass sie im Gegensatz zu anderen Burgen Japans keinen Hauptturm besitzt. Dies war eine wohlüberlegte List Masamunes, um Tokugawa Ieyasu zu zeigen, dass er keine Feindschaft hegt. Doch mit den Bergen im Westen, den steilen Klippen im Süden und Osten und vier dreistöckigen Wehrtürmen innerhalb ihrer Hauptmauern war die Burg Aoba mehr als nur ein Verwaltungskomplex und ganz klar als Festung konzipiert, sollte es je zum Krieg kommen. Okay, hier ist eine Fliege. Fuck. Okay, das ist jetzt aber egal. Gibt's eine Zwischensequenz? もの珍しいだろうが、当家は異国との付き合いもあるゆえ、いえ、失礼いたした。半蔵殿、こたびはどのような用件か。余は家康様のお力で天下太平。よもや今さら、調略に見えたわけでもあるまい。まことに今は太平の世でござる。 それも伊達方が関ヶ原の戦いのさなかに上杉を抑えた働きあってのこと。太平の礎に力添え下さった政宗殿にはお礼の言葉も見つかりませぬ。<笑>政宗殿、拙者奥州であやかしの動きありという噂を耳にいたした。これは異なことを。あやかしなど取るに足らぬ噂でござろう。重長殿、 太平は守り続けることこそ肝要。どのような火種が天下に災いをもたらすやもしれませぬ。よかろう。あやかしのことを耳にいたせば、お主に知らせよ。かたじけない。では、これにて。半蔵殿は異国のものとあやかしを重複したと聞く。確か。安人は、 死にもした。ほう。それは惜しいことをした。鬼を斬るという男。この目で見たかったものよ。
Weren't you supposed to be dead? Okay, also wir scheinen direkt mit dem DLC Drache des Nordens nach der Hauptstory anzuknüpfen, weil, wenn mich nicht alles täuscht, war das dasselbe Schiff, was wir im Epilog gesehen haben. オシュの言う伊達政宗が霊石を集めておると突き止め、その目的を追っておる最中に消息を絶ったのじゃ。アンジーよ、急ぎオシュへ向かってくれ。新玉の気配も強い。気をつけるのじゃ。 Das kommt uns ja bekannt vor. Also sowohl das mit den Dämonen als auch hier jetzt mit der Weltkarte, wo wir zu einer neuen Region segeln. Und tatsächlich, wir haben hier die Hauptmission Yokai-Land 150. Die Augen der Königin waren Missionsstufe 155. Sollte also machbar sein. 10 Kodamas. Okay. Ja, das hier wird nicht steigen. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Hier haben wir alles gemacht. Alright. Ja, ich glaube, ich werde Mission im Zwielicht auch jetzt nicht machen. Ich möchte halt wirklich... Oh, Nekomata. Ja, haben wir den nicht schon irgendwo mal gehabt? Den Schutzgeist? Die Katze? Bild ihn mir doch ein. Na gut, vielleicht auch nicht. Oh, Maria, hier, Spanierin im Dienst von Date Masamune. Okay, also die scheinen wir... Oh, besiege zum Freischalten dreimal. Die wird garantiert sich in einen Dämon verwandeln oder sowas. Oh, und das ist... Das ist er. Okay, und das sind andere. Okay, ja, die Helden von Oshu. Oder der Held von Oshu. Gut, dann würde ich sagen, starten wir ohne großes Herumgetue einfach direkt mit der Hauptmission. Seit er nach Tono im Date-Gebiet aufgebrochen ist, scheinen sich alle Spuren Hansos im Sande zu verlaufen. Wir müssen ihn suchen, bevor er ganz verschwunden ist. Doch bevor wir weiterziehen, solltest du wissen, dass Tono als Heimat verschiedener Yokai bekannt ist. Es ist zwar mein erster Besuch dort, aber es liegt bereits eine unheilvolle Vertrautheit in der Luft. Das bedeutet, wir werden viele alte Gegner wiedersehen. Also, alte Gegner. Also, ich nehme das jetzt hier... Wie lang? 5 Tage nach dem Ende des Hauptspiels auf. Also 5 Tage, nachdem ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Oder 6 Tage? 5 oder 6 Tage auf jeden Fall. Ja, und für euch sollten es auch nicht viel mehr sein. Ich glaube, da stand dasselbe. Wenn nicht, tut's mir leid, könnt ihr kurz zurückspulen und hier euch über Tono was durchlesen. Und es ist 1613, also wahrscheinlich doch nicht direkt nach dem... nach der Hauptmission. Ja, bisschen am Rita gleich abgreifen.
Gut, aber Segen brauchen wir einen neuen. Achso, das geht erst, wenn wir einen haben, okay. Sonst, ich glaube, den Rest, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie es hier so ist. Wir haben ein bisschen Heilung, ein bisschen Gegengift und so. Aber wenn Tono das Land der Geistersteine ist, warum waren wir dann nie hier? Eine Frage, wie viel Platz im Inventar habe ich eigentlich? Shit, egal, wir können auch Stuff droppen. Das mache ich dann wahrscheinlich zwischen Folgen. Das hier ist tatsächlich Kacke. Ja, es... Ich weiß nicht, woher haben wir eigentlich den ganzen Shit, den wir jetzt hier haben? War das noch aus dem Abgrund und ich habe das nie angeschaut? Könnte sein, theoretisch. Das hört sich ein bisschen komisch an manchmal. Egal. Oh, das ist gut, aber wir brauchen das Kodama-Gespür, sonst sind wir, glaube ich, ein bisschen am Arsch. So, und das ist die erste Soyokai-Pforte. Und da hinten steht mal ein normaler Typ. Und da hinten ist auch ein normaler Typ. Okay. Come on. Okay, du kannst mit deinem scheiß Speer auf einmal Steine umhauen. Okay, also ein bisschen Leben hast du, aber jetzt auch nicht. Aber immerhin kommen jetzt nicht drei Leute gleichzeitig oder drei Bosse oder so. Ich hoffe, das passiert auch. Oh. Oh. Hallo? Warum konnte ich ihn nicht? The fuck? So. So macht man das vernünftig, schätze ich mal. Oder zumindest so ein bisschen wie gedacht. Und explodiert was? Nee. Egal, ich will nicht, dass du jetzt irgendwie Verstärkung rufst. Oh, ein Kabuto, was gut ist? Warum sollte uns der ein Kabuto geben, was gut ist? Achso, das ist, weil es Stärkewert braucht. Haha, deswegen. Endparalysierte Nadeln, ich weiß bis heute nicht, was die machen und es ist mir auch egal. Ach ja, apropos. Oh, wir können diese Steine auch zerstören. Das wird sicher irgendwie auch eine Bewandtnis haben. Fall da mal nicht runter, ich weiß nicht, was da abgeht. Was geht denn da ab? Okay, das ist zum Runterdroppen. Da hinten ist ein... So einer. Kommen wir hier allerdings rechts runter. Ja, okay, wir kommen hier auch so runter. Das ist mir natürlich recht, wenn ich weiß, dass auch ein Rückweg existiert. Und der ist so convenient placed. Aber der ist von einem Krieger aufgeschlitzt. Der ist so gut platziert, dass ich fast nicht glaube, dass der da nicht von den Developern hierher gesetzt wurde. Und Alter, ist er stark. Gut, dass wir... Ha! Komm! Alter! Alter, ja genau! So, jetzt aber. Die regenerieren ihr Ki irgendwie so schnell teilweise. Kabuto ein gutes... Okobecher und ein gutes Do. Der Rest ist nicht so prickelnd. Da schauen wir mal, ob der... Nee, Stärkewert. Ja, die werden dann alle mit Stärkewert sein, schätze ich mal. Moment, hier ist aber noch irgendwas. Hier oben. Ah,
Oh, hier hinten. Nicht da oben, sondern hier hinten ist der erste Kodama. Ich glaube, das ist sogar ein Heilungs-Kodama. Aber gut, ich würde sagen, wir schauen zumindest, dass wir zum ersten Checkpoint hier kommen. Die Folge ist ja noch bei weitem nicht zu Ende. Oh. Oh nee, nicht sowas wie ein Bloodborne, wo so Schlangen aus dem Typen rauskommen. Oh, und ich kann ihn niemals vernünftig blocken. Au, ich bin tot, oder? Aber die Schlange scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Und man kann einigermaßen einfach hinter sie kommen. Ich glaube, ich sollte... Ich glaube, ich sollte diesen Gegnertypus so ein bisschen wie ein normaler Yokaifa behandeln. Feiner Wirbel, was ist denn das? Das ist auf jeden Fall ein neuer Gegenstand. Feiner Wirbel. Ein langer, dünner Wirbel, der keinem Teil eines anderen Lebewesens ähnelt. Ach, Wirbel wie Hals, Lendenwirbel und so. Und als Schmiedematerial verwendet wird. Ich dachte, sowas wie ein Tornado-Wirbel. Exemplare des von Amrita durchtränkten Knochens wurden in verschiedenen Längen gefunden. Das deutet darauf hin, dass sie... Ja, so Schlangen halt. Oder sowas in die Richtung. Tropfen des Verfalls. Ist es ein Hauptgegenstand oder so? Hauptgegenstände. Nö. Okay. Das wird garantiert ein Shortcut sein. Oh ne, hier kommt man durch. Ja, vielleicht. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, dass es... Hier ist es gerade ziemlich linear. Moment, aber hier links ist irgendwas. Aber das wird wahrscheinlich hier hinter trotzdem sein, wenn wir hier nach rechts gehen. Und hier geht... Ne, hier geht's nicht hoch. Aber what the fuck? Hier ist der nächste Schrein. Oh Moment, aber dann wird das garantiert ein Shortcut sein. Oder? Wenn das tatsächlich auch ein Tor ist, dann... Holy crap. Ihr habt mir geschrieben, dass dieses DLC schwer ist. Okay, da hinten ist ein Click Warrior. Der den Shortcut bewacht. Oh ne. Ja gut, schießt du nur. Ah, okay. Okay. Ah, what the fuck? Warum weicht ihr dem einen Shit immer aus? Okay. Okay, also bei denen ist Keybrechen irgendwie, glaube ich, also meine bisher... liebste Taktik, nicht so ganz geil. Oh, aber das geht immer noch. Oh, haben wir... Wir haben keine... Ah doch, wir haben aber gut Pfeile. Okay. Ich dachte gerade schon, das könnte uns ein bisschen in den Arsch beißen. Aber solange wir hier noch genügend Stuff haben und hier haben wir den auch noch. Und der Bogen ist... Der Bogen ist fast so gut wie das Teil hier. Aber wir haben kein besseres von denen. Ah, ne, tatsächlich nicht. Alter, diese Kanonen sind ja voll für den Arsch. Oh. Ah, ne! Ah, ne! Ne, 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 ich hasse euch alle. Scheiß! Au! Ja.
Das sind jetzt wirklich... Oh ne, ich hasse diese Viecher, aber... Moment. Oh! Ja, schieß durch den Baum durch. Ich weiß nicht, ob es so geil wäre, wenn du jetzt runterfallst. Okay, ich weiß nicht, warum die jetzt hier sind, aber sie gehen mir irgendwie... Allein schon wegen dem Wissen, wegen dieses einen... Ich glaube, das war Part 30 oder was? Vom Haupt-Let's Play. Schon allein das reicht mir jetzt... dass ich einen endgültigen Hass auf die habe. Die sind einfach nur Kacke. Oh ja, genau, Lampenschirme am Arsch. Oder Regenschirme oder wie auch immer. Komm mal her. Ihr weiß halt echt nicht, wie ich vernünftig mit denen umgehen soll. Weil die auch teilweise so tun. Wie wenn sie sich von mir fürchten. Und das ist aber, glaube ich, nur Ablenkung. Ja, das ist Lähmung. Lähmungsshit. Ja, Elixier immerhin. Immerhin, dass sie mir nicht ganz nur am Sack gehen, geben die mir wenigstens Elixier. Oh, und hier ist ein Kodama. Ich dachte gerade schon, warum ist ein Gegner auf einmal hinter mir? Wo ist der? Aber es war ein Kodama. Und hier ist so ein Teil. Oh, wir haben aber keine Schatz... Wir haben kein Schatzgespür. Oder wie auch immer man das nennt. Erläuterungsanhänger. Eine Lähmungsanhänger. Okay. Alter, Stärkewert 6. Ernsthaft? Moment, aber wie kommt man hier hoch? Hä? Wie kommt man da hoch? Und hier hoch. Oh ja, noch so ein Teil. Ja, Alter! Genau, geh mir am Sack! Alter, die sind ja mordsgefährlich. Dachte eigentlich, die wären nur ein bisschen ätzender, aber die sind ja echt hardcore. Ah ja, genau, am Arsch. Man sollte die in eine Ecke drängen. Damit sie nicht nach hinten springen können, die Penner. Und, oh, und hier ist ein Shortcut und Veranführungszeichen. Wie short der das jetzt cuttet, weiß ich nicht. Versteht ihr wegen Shortcut? Oh. Ja, ja. Ich will nur nicht die Yokais dort hinten anlocken. Am Ende ist das wieder so ein scheiß Vogel. Tengu. Hier schießt die ganze Zeit eine Fliege. Geht mir so richtig am Arsch. Die wird gleich nach der Aufnahme sterben. Oh. Oh ja, am Arsch. Kommst du jetzt hier wenigstens runter, oder... Crap! Also um den rumzulaufen ist eigentlich somit die beste Strategie, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wobei, Speer und Doppel-Uchi nehme ich mal mit, sicherheitshalber. Und glaube ich, dass wir das Maximum an Items noch nicht erreicht haben.
Und hier... Aber hier unten sind, viele von denen. Also wenn, dann komme ich nochmal zurück. Aber ich glaube, wir kommen dort eh hin, wenn wir in die Richtung noch ein bisschen gehen. Und wir haben unseren Schutzgeist, also... Und das sind nicht eine Yokai-Aura, sondern gleich fünf oder so. Ganz vorsichtig. Fickt euch! Verinständigt, die haben keine allzu große Range. Genau. Oh, ja. Oh, nein, 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 nein. Das ist die Grab-Attacke, die er hat. Ah, das war dir jetzt ein bisschen zu viel Damage, den du bekommen hast, oder was? Also der Damage, den wir den machen, ist wirklich nicht der allerbeste, aber ich hoffe mal, mein unter Anführungszeichen Skill wird da doch irgendwie eine Hilfe sein. Also Skill unter wirklich sehr großen Anführungszeichen. Der ist halt überhaupt nicht vertraut. Schauen wir mal. Das sind ja hier, glaube ich, alles auch Waffen mit sehr hohen... Ja, 150. Ob wir da mit Seelenbild viel weiterkommen, weiß ich nicht. Okay, einer... locken wir einfach mal einen an. So gefällt mir das. Und so, ja, das ist ja tatsächlich eine gute Strategie. Und ich weiß, den Schutzgeist, aber den hebe ich mir auf für... wenn es vielleicht ein bisschen brenzliger wird mit dem Yokai... Ja. Okay, also sie gehen. Einzeln sind sie absolut okay. Was? Hier ist schon wieder ein Schrein? Und was ist mit den Shortcuts? Wenn wir jetzt auf einmal vor dem Boss stehen, dann schaue ich wirklich dumm. Weil dann habe ich gefühlt das halbe Level ausgelassen. Hier ist schon wieder ein Shortcut. Hier werden überall Shortcuts geteasert. Oh. Moment, bist du der Typ von vorhin? Oh. Oder ich block den Wichser einfach mit seinen Attacken. Ja gut, die Attacke zu blocken ist vielleicht nicht sinnvoll, aber... Okay, die Sterbeanimation ist nicht so ausgereift, glaube ich. Oh, wir sind jetzt hier bei den ganzen Kappas, oder? Also bei denen, wo ich vorher nicht runterspringen wollte, oder? Müsste auch so in etwa von
Sind wir doch hier? Ne, da unten sind die mit den Bäumen. Und das hier ist der, den ich vorher besiegt habe. Glaube ich. Ich bin tot. Ich hab's in der Sekunde gewusst, wo ich die Heilung genommen habe und der irgendwas angefangen hat. Aber gut. Die Typen geben, ich weiß nicht, geben die viel am Rita? Sonst würde ich vielleicht an dem vorbeilaufen. Vor allen Dingen haben die große Range. Okay. Okay. Schauen wir, dass wir jetzt nicht sterben. Oh nee, ja genau, da wo der... Oh, jetzt aber. Ich sollte da vielleicht auf hohe Haltung switchen. Ich bin schon wieder tot, oder? Gott sei Dank. Die machen echt gut Schaden. Also das muss ich hinlassen. Aber noch ist alles so, wo ich sage, das kann ich alles noch überleben. Ich will das hier. Gegen Gift, okay. Mengu. Scheibenkleister. Hier, ne. Giftanhänger, der ist vielleicht bei denen nicht so dumm, aber jetzt auch nicht voll nice. Oh. Oh, der hätte jetzt auch ein Speer. Oh, bitte, 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 bitte nicht. Ja, bin vergiftet, egal. Also, so. Strategenrüstung oder Strategierüstung, wie auch immer. Kyokodama. Was ist das? Ist alles irgendwie Kacke, was wir bekommen. Obwohl die Mission gefühlt fast schwieriger ist als das Auge der Königin. Oh, und hier ist ein Kodama. Ich hab ihn diesmal sogar gehört, bevor ich ihn auf der Minimap gesehen habe. Also, nicht, dass mir vorwirft, du siehst die ja eh nur immer auf der Minimap, du findest die gar nicht. Ja, manchmal tatsächlich, aber hin und wieder schon. Ah ja, genau. Okay. Ja! Ja! So, endlich! Wie viel? Das hat mir, glaube ich, 5 oder 6 Schuss gekostet. Aber da hinten ist noch ein Weg. Da gehen wir vielleicht zuerst den Weg. Und hier ist... Oh. Hallo. Alter, wir finden hier einen Kodama nach dem nächsten. Also, das Gebiet ist scheinbar nicht so riesig. Was bist du? Ja, genau, ein Riesenkappa. Ah ja, genau, okay, ne? Da war gerade was Gutes. Jetzt habe ich hier, genau, jetzt wo ich gefühlt von Kappas umringt bin, habe ich keinen Platz mehr. Scheiße. Hier. Wirf alles weg. Und hier wirf auch alles weg.
Vor allen Dingen alles, was kacke ist. Hier, das ist alles richtig shit. Wirf alles weg. So. Ah, Moment, das... Das habe ich jetzt natürlich genau an der Stelle gemacht. Das habe ich genau an der Stelle gemacht, wo es sehr sinnvoll war. Hier wäre es deutlich sinnvoller gewesen, das zu machen. Am Arsch. So, aber jetzt haben wir hier auch ein, zwei neue Sachen. Oh, scheiße, wir haben, glaube ich, alles wieder aufgenommen, oder? Natürlich. Wir haben allen Shit wieder aufgenommen. Es ist ja wunderbar. Oh, das ist tatsächlich besser als das, was wir tragen. Und es ist cool. Okay, aber ich glaube, wir brauchen jetzt demnächst nichts mehr wegwerfen, wie es so aussieht. Und wir baden erstmal, vor allen Dingen, weil wir gerade aufsteigen könnten, theoretisch. Ich hoffe, der nächste Schrein lässt wie die anderen nicht auch lange auf sich warten oder der nächste Shortcut. Mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht gerade bei den Kappas auch mal den... Wobei, ich glaube, ich habe Faultier gar nicht mehr ausgerüstet. Was ich gerade gegen die, glaube ich, ganz gut verwenden könnte. Brüllender Tenryu und Wasseranhänger. Oh, aber brüllender Tenryu besser als der? Tatsache. Das finde ich nice. Und ein Wasseranhänger, der aber nicht so toll ist. Ja, ja. Gut, dass ich gerade Heilung habe. Also, ich dachte, er ist noch nicht tot. Jetzt ist nur kurz die Frage... Achso, hier ist ein Item. Okay. Was würde passieren, wenn ich den hier mache und treffe? Okay, der Damage ist jetzt nicht der allerbeste. Ich würde sagen, ich lock die einfach so ein bisschen weg. Meine Items dort hinten jetzt. Und vor allen Dingen, glaube ich, mein Kodama. Hier ist nämlich auch so einer. Großer Seelenstein. Achso, ich habe zuerst den Ding. Wer ist denn Kodama? Jetzt schaue ich, ob hier oben noch irgendwo... Weil hier ist auch noch ein Item. Ein Zweig und eine Locke eines Meister Samurai, okay. Weiß nicht, wie ich die jetzt hier noch verwenden werde, aber. Gut, aber hier war jetzt nur ein. Das hier war jetzt aber alles nur optional, oder? Zumindest fühlt sich so an. Ja, weil hier der Wald ist schon wieder was anderes. Gut, dann werden wir den Wald probieren, würde ich sagen. Auch wenn er scheinbar ein bisschen hardcore wird. Wobei... Nee, das will ich nicht verschwenden. Ich will nur schauen, dass du in meine Richtung kommst. Ohne einen anderen anzulocken. Hat jetzt doch jemand andere? Okay, aber solange du nur da hinten rumgammelst... Alter, willst du mich verarschen? Also jetzt kommt er langsam. Gott. Also zum Pullen sind die ja echt für'n Arsch. Ah, oh, das ist uncool. Das ist noch schlechter, weil ich mitten in der Yokai-Oba stehe.
Okay, aber du bist tot. Pfeil. Holy crap! Nochmal holy crap! Okay, du wirst jetzt sterben. Bitte sei nicht auch so einer. Ein Yokai. Nee, du kannst gar nichts. Du bist keines Yokais würdig, wie es aussieht. Das wird garantiert der Shortcut sein. Aber egal. Und du bist, glaube ich, gar kein... Ah, die weichen mir hier alle aus. Vielleicht sollte ich hier echt einen anderen. Ja, weil die weichen mir da viel zu aus, sehr aus. Au, au, au. Ich glaube, das war eine vernünftige Nutzung von Ki-Pulsen. So, Fähigkeit anpassen. Hier, Speer. Stangentritt ist, glaube ich, nicht so geil. Das war auch nicht so geil, aber Wasserrad. Das könnte ganz geil sein. Für manchen Gegner mal. Und bevor wir den machen, werde ich schauen, ob hier hinten tatsächlich der... Oh, ja genau, scheiß Kappa. Alter, machst du noch irgendwas anderes? Willst du mich verarschen? Oh, okay. Das war gerade ein bisschen viel Schaden. Fick dich! Ich weiß schon, warum ich euch nie mag. Allein schon, wie die aussehen. So fette Frösche, das ist... Oder so froschartige Wesen. Okay, ich werde schauen. Und das wird jetzt zum Ende der Folge entweder ein richtig heftiger Rage von mir. Oder es funktioniert so, wie ich es mir denke. Und zwar folgendes. Gib mir den Shortcut! Ja! So, und mit dir beschäftigen wir uns beim nächsten Mal, weil wir können aufleveln und ich habe jetzt keine Lust mehr drauf. Aber das war nun mal noch zum Ende der Folge fast verkackt und dann wiederum gerettet. Jetzt ist die Frage, in was? Schutzgeist macht halt meinen Schutzgeist besser und es gibt mir ein bisschen Leben. Ich werde nochmal einen Punkt da rein investieren. Sagt mir gerne, wo ich eventuell noch besser leveln soll, weil ich habe, ich glaube, wirklich viel mehr Leben. Ich könnte vielleicht auf die 100 Leben oder so kommen oder vielleicht ist auch bei 99 aus, aber so gefühlt wäre was anderes ganz okay, was, wenn ich mehr davon habe. Vielleicht Ki, weil Ki habe ich wirklich nicht allzu viel. Warum sind die auf einmal aus? Keine Ahnung. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das war der erste Part vom DLC von Nioh, Drache des Nordens. Und ja, Norden, Schnee. Wir sehen beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter, was es da noch so gibt. Und werden vielleicht beim nächsten Mal auch schon einen Boss anschauen, nicht unbedingt besiegen, aber weil wir haben schon von den 10 Kodamas 5 Stück, also wir sind wahrscheinlich schon so durch die Hälfte durchs Level. Sagt mir auch gerne, ob ich mich einigermaßen gut anstelle oder ob ich bald hier wieder eine Wand antreten werde, treffen werde, so in die Richtung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich Tschüss, Leute!